Die Einreiseregeln nach Deutschland sollen ausgesetzt werden. Die ITA-Übernahme mit 20%, zumindest was Lufthansa-Übernahme nennt, anscheinend doch nicht so ein Selbstläufer. Und es gibt eine Promotion von Thai Airways bzw. von dem Royal Orchid Programm und das nennt sich dann Time for Gold. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran, dass ihr unten ganz einfach kommentiert, aber auch ein Like da lasst, nachdem ihr den Kanal abonniert habt und die Glocke angemacht habt, also den klassischen Abonnierbefehl. Was auch wichtig ist an dieser Stelle natürlich wie immer, Feedback für euch, Feedback, was ihr mir gegeben habt für meinen Backdrop. Da habe ich verschiedenste Varianten gehabt. Einer hat mir vorgeschlagen, ich sollte einen Check-in-Bereich machen. Habe ich natürlich abgelehnt, weil sonst kommt jemand nachher hier im Studio vorbei und will bei mir einchecken. Ich meine, so weit kommt es noch. Aber Scherz beiseite, ich denke mal, ich weiß es nicht, ob das ein Scherz war. Aber er kann ja unten mal schreiben, ob er es ernst gemeint hat. Da sollen Flugzeugteile hinkommen. Natürlich, einige Teile wurden mir auch vorgeschlagen. Habt ihr auch mal ein Bild, dass ich eingepflegt habe, damit ihr mal seht, was so für Teile sind. Die gibt es auch als Zweier- oder Dreier-Kombo. Ich überlege mal, ob ich mein Portemonnaie das hergibt. Im Moment sieht es nicht ganz so aus, aber schauen wir einfach mal, was da passiert. Portemonnaie ist auch schon das nächste Thema, und zwar Kreditkarten. Kreditkarten in Deutschland, Europa respektive sind natürlich jetzt nicht unbedingt so, dass man da sagt, hey, da kriegst du richtig Punkte, Meilen oder Status. Da kann ich die Kreditkarten aus den USA empfehlen. Und es gibt Mittel und Wege, diese Karte auch ohne Social Security Nummer zu kriegen. Ihr seht das jetzt zum Beispiel hier bei mir. Da halten wir das mal ins Bild. Da ist es richtig so. Und da seht ihr, dass das meine Marriott Bonvoy Karte ist. Da bin ich Mitglied bei American Express in den USA seit 2011. Also insofern muss man halt einfach sprechen. Je nach Bundesstaat sind die Regeln anders. Macht es Sinn, das anders auch zu gestalten? Aber um da mal einfach für euch ein bisschen Infos zu geben, kann ich euch im Groben sagen, wie es funktioniert. Also wenn man zum Beispiel eine American Express Karte hat, kann man die über American Express in den USA bekommen, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt. Aber dazu gehört es halt nicht, eine Social Security Nummer zu haben. Des Weiteren, wenn es keine American Express Karte sein soll und man auch keine hatte, dann wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das darstellt. Aber da würde ich euch einfach einladen, mir eine Nachricht zu schicken. Ich schicke euch einen Link, wo ihr einen Termin vereinbaren könnt mit mir und dann besprechen wir das Ganze persönlich, weil das je nach Situation für den einen oder anderen auch unterschiedlich ist. Ihr wollt ja auch unterschiedliche Karten haben. Der eine will auch so wie ich die American Express Bonvoy haben, ein anderer will die American Express Aspire-Karte haben für Hilton oder aber eine Chase World of Hyatt oder eine Barclays Lufthansa Miles and More und. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also einfach mir eine Nachricht schicken und ich schicke euch den Link, damit wir dann auch einen Call vereinbaren können. Kostenlos, aber nicht umsonst, hoffe ich für euch, dass ihr was davon mitnehmt. Ein Thema, was wir auch mitnehmen sollten, ist einfach die Übernahme der Lufthansa im Bereich ITA, also andersrum, die Lufthansa die ITA übernimmt. Nachdem man 20% von der Technik verkaufen will, will man 20% von der ITA übernehmen. Man hat geboten für die ganze Bude 1 Milliarde. So hat man heute gelesen, heißt also 200 Millionen, also gar nicht mal so viel. Man hatte halt die Frist, die am Montag beendet war, genutzt und hatte das Angebot abgegeben. Die MSC sollte 60% nehmen und dann respektive die 20% der Start. Dann gab es noch ein anderes Angebot, was gekommen ist. Und das andere Angebot, das ist das Angebot von der France KLM Delta, wie soll man es nennen? Zumindest nennen wir es einfach mal der SkyTeam-Geschichte. Certares heißt die Firma. Das ist eine Investmentfirma, die das machen will. Die haben sogar eine deutsche, beziehungsweise eine europäische Niederlassung gegründet. Deutsche weiß ich gar nicht, aber vielleicht wäre es schön gewesen. Ableger gegründet, denn nur europäische Bieter sind zugelassen bei dem Thema. Wichtig bei der Sache ist natürlich auch, dass wenn ihr das Ganze beobachtet, und natürlich auch sehr viel Politik dahinter ist. Und die Italiener haben ja gesagt, man möchte da relativ schnell entscheiden, man möchte das bis Mitte Juni vom Tisch haben. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass die Italiener ja ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben nach einem internationalen Verbindung, also ein Drehkreuz. Rom hat dann der Flughafen ja auch direkt gesagt, man würde Lufthansa haben wollen. Man haargenau weiß, dass die Lufthansa-Arten das können.
Die Certares-Freunde mit Air France, KLM, Delta, die haben nur 850 Millionen anscheinend geboten. Man sagt, dass die Lufthansa ja ganz weit vorne ist und ganz beliebt ist. Aber, und das muss man halt einfach so sehen, die Italiener sind natürlich immer so ein bisschen von den Deutschen angepisst. Warum? Ganz einfach, weil sie sagen, ja, immer die Deutschen. Und man hat da so ein bisschen Ressentiments vielleicht. Und das ist das, wo man ein bisschen spielen kann, weil ganz im Ernst die Air France, KLM, Alitalia natürlich im Sky-Team vorher drin waren. Das heißt also, sie sind ja ein eingespieltes Team und man kennt die Regierungen gegenseitig. Also insofern versucht man da sehr, sehr viel Lobbyarbeit auf deren Seite zu machen. Und ich bin mal gespannt, inwieweit dieses Früchte trägt und dann natürlich das Angebot ausgeschlagen ist. Natürlich ist das Angebot der Lufthansa nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt mehr Geld, es gibt vor allem auch wesentlich mehr Intermodalität, wie das so schön heißt. Heißt einfach, dass das Frachtgeschäft ins Flugzeug und dann vom Flugzeug direkt weiter und natürlich dann auch starke Partner dahinter sind. Also MSC ist jetzt wirklich nicht jemand, der kein Geld hat. Aber, und das muss man halt ganz einfach so sagen, dass Mario Draghi natürlich auch Leute hat, die so ein bisschen nationalistischer eingestellt sind in Italien. Die sind natürlich mehr gegen die Deutschen als die anderen. Also insofern schauen wir mal, es bleibt spannend. Und wir sollten einfach mal gucken, ob dieser Abwehrreflex, den die Rechten gegen die Deutschen haben, ob der auch wieder zum Tragen kommt oder ob die Lufthansa zum Zuge kommt. Meine Meinung kennt ihr. Ich bin gespalten. Ja, sorry. Also ich muss da einfach gucken. Auf der einen Seite finde ich es geil, wenn die unabhängig bleiben würden in Form von Skyteam. Aber wenn sie bei der Lufthansa sind, sind sie halt unter den Fittichen. Dann hätten wir also auch weniger freie Marktwirtschaft. Das heißt also, man hätte dann wesentlich mehr einen stärkeren Lufthansa als Player da, was für unsere Preise schlecht ist. Wir haben ja im Moment sowieso schon sehr hohe Preise. Also insofern wäre das in meinen Augen sehr gut. Preise ist das nächste Stichwort. Ester, USA. Wer in die USA einreist, muss ein Ester machen. Das Ester gilt 2 Jahre. Und dieses Ester ist ja schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange es das gibt. Ich glaube, wie lange habe ich Ester? Ich weiß gar nicht, wie lange es Ester. Also ich habe das Ding gefühlt schon so oft ausgefüllt. $14 überwiesen, glaube ich. Jetzt soll es $21 werden. Ist jetzt natürlich nicht viel Geld. Bei anderen Themen, wenn man sieht, wie die Flugpreise steigen und prozentual, dann sind die $7 hinten weg. Aber trotzdem ist Geld. Also wer es heute noch machen kann und machen möchte, sollte sich das anschauen und kann das heute noch mal machen. 2010 ist übrigens das Bezahlte, vorher war es kostenlos. Also insofern, wird das bei meiner Amex auch? Ich weiß es nicht. Das war zumindest Global Entry, wird auf jeden Fall 100%ig gewaved, das weiß ich. Naja, die ESTA-Geschichte solltet ihr machen. Wichtig ist halt, dass er ESTA 72 Stunden vor Abflug macht, damit er da Genehmigung bekommt. Meine ist jetzt vom letzten Trip auch relativ kurzfristig genehmigt worden, wobei ich natürlich auch Global Entry habe. Was gibt es noch? Länder, die mitnehmen oder teilnehmen dürfen aus dem deutschsprachigen Raum, sind natürlich logischerweise Deutschland, Österreich und die Schweiz, ganz klar. Aber da gibt es natürlich noch andere Länder, die mitmachen dürfen, also fast alle Europäer oder eigentlich alle Europäer und United Kingdom. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, machen, wenn ihr es braucht, könnt ihr $7 sparen. Wenn es eine Familie ist, dann müsst ihr daran denken, dass das natürlich sich läppert. Aber auch wie das immer ist, Ester ist halt passgebunden. Das heißt, wenn euer Pass bald abläuft, dann solltet ihr es überlegen, dass das nicht zu machen, weil dann lohnt sich die Ersparnis nicht. Ja, das ist das Thema. Gut, dann das, was viele natürlich interessiert, Einreiseregelung. Ich reise ja jede Woche fast in Deutschland ein oder aus und ich habe lange keinen Corona-Covid oder sonstigen Test mehr zeigen müssen, also 3G-Regelung. Aber diese Krise scheint überwunden. Die Zahlen sind irgendwo so nördlich von 280 Inzidenzen. Also insofern ist die 7-Tages-Inzidenz damit wieder in einem Bereich, wo wir früher Schock gehabt haben. Wir erinnern uns, erstmal 35 einführen wollte, jetzt ist 280 ein bisschen tippitoppi. Und jetzt gibt es halt dieses ab dem 1. Juni nicht mehr. Gibt so ein bisschen den Streit, ob das ausgesetzt wird oder ob es einfach ausfällt wegen ist nicht.
Also insofern, die neue Regelung vom Bundesgesundheitsministerium ist halt auch schon zur Abstimmung vorgelegt worden. Und dann schauen wir einfach mal, wobei es natürlich bis zum 31.05. irgendwie auch abgelaufen wäre. Das Einzige, was nicht abläuft und was man nicht damit verwechseln sollte, ist die Maskenpflicht. Die geht bis zum 23. September. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also insofern, ein Thema ist jetzt vom Tisch, aber die Maske muss in meinen Augen auch vom Tisch, weil es macht ja keinen Sinn. Guckt euch das an. Ich habe es aber schon oft gesagt, du fliegst mit Air Baltic, du fliegst mit KLM, mit der Swiss oder sonst was. Die setzen das ja nicht durch. Die Swiss hatte ja auch da so ein Thema, dass man es halt nicht durchgesetzt hat. Und da gibt es jetzt auch irgendwie so eine Klage oder irgendwas. Also ich hatte das auch nicht ganz so verstanden, wer da wen verklagen will, weil am Ende des Tages ist es so, am Flughafen brauchst du keinen zu tragen. Wenn du ins Flugzeug reintippelst, gilt nationales Recht, wenn die Tür zu ist. Also wo ist das Thema, dass die Schweizer Maschinen sind ja in der Schweiz zugelassen und in der Schweiz ist keine Maskenpflicht mehr. Also insofern kommentiert, was ihr davon haltet. Und ob ihr der Meinung seid, dass das eine Regelung ist mit der Einreise, die jetzt ausgesetzt ist oder die einfach ja, komplett fällt aus, wegen ist nicht. Wer noch keinen Status oder ein ist nicht hat, wenn es um Status geht, dem sei das Programm von Thai Airways ans Herz gelegt. Royal Orchid Plus Gold kann man bekommen. Dafür muss man roundabout 350.000 Baht als Credit Package nehmen. Wichtig ist, dass das bis zum 31. Juli geschieht. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel 350.000 Baht sind. Habe ich ehrlicherweise auch gar nicht nachgeguckt. 350.000 Baht, wie viel ist denn das überhaupt? Schauen wir doch einfach mal direkt nach. 350.000, ihr werdet das sicherlich sofort wissen, wie viel das ist. Aber ich tippe es einfach mal ein, damit ich keinen Quatsch erzähle. Sind 9.568,82 € laut Google am 25. Mai um 13.17 Uhr UTC. Also insofern wisst ihr, dass er knapp 10.000 bezahlt. Was bekommt ihr dafür? Wenn ihr dieses Ticket Cash Credit Ding kauft, also ein Voucher, ne, dann bekommt man für 2 Jahre den Royal Orchid Plus Membership Status. Und man sagt, und jetzt das muss ich vorlesen, which will let you experience the magical journey of leisure with Thai through the unrivaled privileges and benefits. Ja, also so klingt das, wenn man es auf hübsch macht. Und da könnt ihr dann halt das mit der Offer machen. Wer natürlich mit Thai Airways fliegt oder so weiter, die sind gerade aus der Insolvenz irgendwie so gerade rausgeschlittert. Und ganz wichtig ist, dass dieser Voucher bis zum 31. Dezember 2023 gilt, kann nur für Flüge mit Thai Airways, also mit den drei Zahlen, genommen werden. Als weiteren kann man ihn benutzen bei Thai Smile, das sind die TG-Ticketnummer, also TG-Flugnummer mit 4 Zahlen. Und es ist für alle Revenue, wie heißt es, für alle Bezahltickets möglich zu nutzen, die diese Nummern haben. Ja, was soll man noch machen? Muss für neue Buchungen sein, logischerweise. Dann muss man das machen über die Thai-Webseite, über das Thai-Contact-Center oder aber über das Thai-Ticket-Office. Da muss man auch wichtig, dass man, wenn man das Package kauft, muss man ein Dokument unterschreiben mit Pass und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall muss man halt sehen, dass man damit halt den Status bekommt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum machen die das? Ja, natürlich, die haben ein bisschen Benutzen, die sie brauchen und haben sehr schöne neue First Class. Also insofern, wer das machen möchte, sollte es tun. Und man bekommt das Voucher innerhalb von 24 Stunden per E-Mail zugeschickt. Risiko ist natürlich immer, dass die Belly abgeht, aber im Moment sieht es bei Thai Airways nicht so aus. Und was gibt es bei dem Status? Royal Gold Status will be applied for Silver Basic Member specified during the registration process. Also das heißt, ihr braucht keinen Status zu haben, kriegt er direkt. Ihr bekommt dann auch noch ein Paket. Dann gibt es Royal Plus Platin Gold Mitglieder, die das haben. Die können das geben an Familie, Freunde oder so weiter. Dann bekommt man sogar 6.200 Bonusmeilen. Und was ganz wichtig ist, ist die können die Promotion jederzeit beenden. Also das heißt, es muss einfach nicht bis zum 31.07. laufen. Aktion fängt heute an, 25. Mai, ganz genau. Also
kommentiert unten, ob ihr sagt, das ist für mich eine coole Sache. Wenn ihr sagt, das ist keine coole Sache, kommentiert es auch. Denkt dran, auch andere Sachen zu kommentieren. Ganz, ganz wichtig auch, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen oder aber auch ein Like dazulassen. Und ganz, ganz wichtig, ich halte es nochmal in die Kamera. Hier haben wir das hier drin. Zack. Haben wir das? Nee, so, jetzt ist es scharf. Wird es nicht scharf? Warum wird es nicht? Da ist es doch scharf. Also, wenn ihr Fragen zur Kreditkarte habt, meldet euch bei mir, dann machen wir einen Call. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bis morgen zur nächsten Folge. Ciao. Wo ist denn jetzt der Schalter wieder hin? Also, seitdem ich das hier fernsteuerungsmäßig habe, ist das auch doof.